herzlich willkommen. Das ist Cypherpolex. Natürlich heute mal wieder mit einem brandaktuellen Video, wo es um meinen persönlichen Lieblingscharakter tatsächlich geht und alles, was damit zusammenhängt. Es geht heute um Crossguild, es geht um Impeldown 2.0, um Marco, Miss Buckingham, Stasi, Edward Weevil und natürlich dem Mann, der im Hintergrund alle Fäden zieht. Der Mann, der alles in der Hand hält, der seit langem schon den perfekten Plan inszenierte. Richtig, Don Quixote Doflamingo. Man of the Day, ihr wisst Bescheid, wie gesagt, Doflamingo, einer der krassesten Charaktere überhaupt. Tresvorsa, einer der coolsten Arcs ever. Wir werden heute hier einiges über diesen Charakter auspacken müssen. Und natürlich auch, was allgemein sein Geheimnis ist, warum sein Hass so extrem ist, warum er Crossguild letztendlich gegründet hat. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, aber da werden wir die näheren Umstände noch klären müssen, warum das so relevant wird und natürlich, in welcher Weise er schon immer das gesamte Weltgeschehen auf eine Art auch vorhergesehen hat. Das heißt, bei dem Doflamingo kann man schon davon ausgehen, die meisten Sachen, die vermeintlich enthüllt wurden oder werden, weiß er eigentlich schon sehr, sehr lange. Und auch momentan, wenn er in Impeldown ist, dann nur aus einem einzigen Grund, weil er genau dort sein möchte. Heißt, er wurde damals wirklich von Gear 4 Waffi natürlich besiegt, also im Prinzip wurde er von Lore besiegt, Gear 4 Waffi und halb Tresvorsa, dazu noch einen Vogelkäfig aufrechtzuerhalten, den auch Fujitora versucht hat aufzuhalten, also es waren sehr viele Umstände notwendig, um einen Doflamingo zu besiegen und keiner hätte es individuell geschafft, es sei natürlich ein Fujitora oder ein Sabo hätten sich eingemischt, aber Lore oder Waffi alleine waren dazu nicht in der Lage. Gut, so oder so war es natürlich aber trotzdem ein interessantes Kampfgeschehen und man hat trotzdem gemerkt, irgendwann musste es enden. Dann wurde er entsprechend eingesperrt und jetzt befindet er sich in Impeldown. Momentan befindet sich nicht nur er in Impeldown, sondern immer noch ein Mr. Two. Mr. Two besitzt das Gesicht von Hannibal, dem momentan Direktor und natürlich auch von Magellan. Heißt, er besitzt die notwendigen Gesichter, die Ebene 5.5 gibt es immer noch und das zeigt halt auch, welche Umstände hier momentan immer noch herrschen. Und das Interessante ist auch, was man gemerkt hatte, dass so ziemlich alles übertragen wurde. Das heißt, ich habe mich immer gefragt, warum hat man überhaupt Doflamingo so viel mitgeteilt, warum wurde das Ganze irgendwie in Impeldown übertragen. Es war halt einfach so, dass man das gesamte Teleschneckennetzwerk gehackt hatte und wahrscheinlich war es halt auch einfach in Impeldown logisch, weil um halt irgendwelche Anweisungen zu erteilen oder irgendwelche Durchsagen zu machen, besitzt man da natürlich auch irgendwelche Lautsprecher-Teleschnecken. Somit haben es halt auch alle Gefangenen in Impeldown mitbekommen und unter anderem auch ein Doflamingo, der ganz klar gesagt hat, dann sollten wir lieber mal ein paar Ebenen nach oben gehen. Die Frage ist sowieso, wenn man darüber nachdenkt, wie Impeldown konzipiert ist, ob das Impeldown überhaupt betrifft. Weil eigentlich ist ja Impeldown tatsächlich irgendwie mehr oder weniger eine Art von frei schwebenden Objekt sozusagen, was sich mehr oder weniger als Schiff zu bezeichnen lässt oder als zumindest freistehende Festung, die nicht auf dem Meeresgrund ragt. Ich glaube nämlich nicht, dass die unterste Ebene so dargestellt wurde, dass sie wirklich auf dem Meeresgrund war. Da könnt ihr mich gerne korrigieren. Die Zeichnungen gehen da so ein bisschen auseinander und die Darstellung, deswegen ist das schwierig. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht auf den Grund ragt, würde das bedeuten, mit steigendem Meeresspiegel würde Impeldown halt einfach nur nach oben gehen sozusagen. Ist schwierig, aber wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. So oder so, in Impeldown momentan befindet sich, wie gesagt, nicht nur Doflamingo, sondern ist jetzt auch Edward Weevil hingekommen. Da waren die Umstände auch relativ interessant, wie ich finde. Man muss immer dazu sagen, Queen Bull ist ein unglaublich starker Charakter. Wir haben bereits auf Wano Kuni gesehen, dass die Schwertscheiden keine Chance hatten, Momo gerade mal einen Angriff starten konnte, der im Prinzip nur dafür gesorgt hat, dass Queen Bull ernst machen wollte. Das war auch schon alles. Ich meine, wir haben es gesehen, er hat sich dann in eine Pflanze zurückverwandelt und hätte sich sofort wieder neuen stehen lassen können. Ich weiß nicht mal, ob man diesen Mann überhaupt noch so eine Art besiegen kann. Da ist wohl sehr viel Haki notwendig, um den Typen aufzuhalten. Shanks hat es unter Beweis gestellt, dass man ihn zumindest damit Einhalt gebieten kann. Mehr war es aber dann auch nicht. Bei Edward Weevil finde ich es aber ein bisschen schwieriger. Edward Weevil hat auf Sphinx gekämpft und wir haben schon gesehen, diese Insel ist ihm immens wichtig. Es ist die Heimatinsel seines Vaters, deswegen bedeutet sie ihm was und er nimmt das Ganze halt auch wirklich ernst. Im Prinzip war es auch doch wirklich so, Edward Weevil ist in dieser Konstellation tatsächlich der Gute. Die Marine hat sich da wie Schmutz verhalten und Edward Weevil hat interveniert. Queen Bull hat aber so ein gewisses Gedankengut in Verbindung mit der tödlichen Gerechtigkeit, dass er halt einfach ganz klar sagt, ja, ihr seid nicht Gebiet der Weltregierung, ihr seid ein urbanes Gebiet und ihr seid unabhängig. Das heißt, ich kann euch komplett vernichten und es würde mich kein bisschen interessieren. Auf Wano Kuni hat er dasselbe getan, deswegen bei Sphinx wäre es nicht anders gewesen. Würde bedeuten, wenn Queen Bull einfach nur Edward Weevil gefangen nehmen will oder ihn sogar töten würde, würde er dafür alles riskieren und würde auch die ganze Insel vernichten. Und deswegen ist für mich eine Sache logisch geworden, auch aufgrund dessen, dass Miss Buckingham Stasi nicht verhaftet worden ist, dass als ehemalige Metz-Forscherin und Rocks-Piratin, egal wie alt du wirst trotzdem verhaftet. Ich meine, Alter in One Piece, ich bitte euch, siehe Whitebeard.
Man würde sie unter jenen Umständen verhaften. Es gibt keine logische Möglichkeit oder logische Konsequenz, sie dort zu lassen und das auch nicht als Green Bull. Ja, sein Auftrag war es, die sieben Samurai gefangen zu nehmen, aber wie gesagt, man würde dann keine Rocks-Piraten zurücklassen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ein Deal zustande gekommen ist nach dem Motto, das Gebiet wird verschont, die Leute werden verschont und dafür geht Edward Weevil dann kampflos einfach mit ihm mit. Es wäre das Logische, weil es wurde auch gesagt, Green Bull hat offensichtlich ernst gemacht und wenn dieser Typ mit seiner Kraft halt alles auspackt, könnte er halt auch sehr viele Leute töten und sehr viele Leute verletzen und deswegen kann ich mir das halt am besten vorstellen. Wenn das rauskommen sollte, würde Marco halt auch irgendwo im Zugzwang stehen, weil durch die Vegapunk-Variante Lilith können wir jetzt bestätigen, ja, Edward Weevil ist rein genetisch betrachtet zum Beispiel wirklich der Sohn von Whitebeard, also eigentlich im Prinzip so eine wissenschaftlich, künstlich gezeugte Kombination aus Miss Buckingham, Stasi und Whitebeard, aber man muss dazu sagen, trotzdem stammt er von Whitebeard ab. Und wenn Marco erfährt, dass er einfach nur versucht hat, Sphinx zu beschützen, dann wird er sich sowieso wieder einschalten. Und ganz ehrlich, Marco hat zwar auf Wano Kuni eigentlich einen coolen Auftritt hingelegt, zumindest in erster Instanz, das Schiff von den Big Mom Piraten runterzutreten, war absolut genial, aber später dann war es halt dann eigentlich mehr so eine Art Bittsteller. Gut, er hat auch ganz klar gesagt, er will der nächsten Generation den Platz überlassen und sich nicht in den Vordergrund stellen. Nur jetzt ist er stärketechnisch sowieso noch mehr in den Hintergrund geraten und die Strohpiraten sind auch immens stärker geworden. Alleine binnen kürzester Zeit. Ich meine, allein das Potenzial, was jetzt hier in Zorro und in den Ruffy entfachen werden, ist halt riesengroß. Bedeutet, Marco kann sich halt jetzt schon einschalten und halt Seite an Seite kämpfen und das halt nicht mal in erster Instanz, sondern halt mehr als Supporter, aber diesmal halt wirklich mit voller Kraft, ohne sich da zurückzuhalten und irgendwie halt nicht wirklich einen richtigen Kampf auszulösen. Da sind wir mal ehrlich, diesen Marco, den wir auf Wano gesehen haben, wie sollte so jemand überhaupt Kaiser werden, wenn er nicht mal in der Lage war, hier Queen und King zu besiegen? No hate, aber Queen Bull hat das binnen Sekunden gefühlt gemacht und naja, verletzt waren sie auch nicht mehr. Es sind Soa-Nutzer nach einer Woche Regenerationszeit. Deswegen will ich schon irgendwo den Vergleich haben, dass Marco zumindest in der Lage ist, in so einer Liga zu spielen. Nur ich habe nichts dergleichen gesehen, deswegen wäre jetzt die perfekte Möglichkeit. Und das lässt sich halt auch mit einem anderen Bestandteil noch verknüpfen. Nämlich wurde ja von Oda auch bestätigt, wir bekommen einen zweiten Protagonisten wohl. Und Oda will sich endlich mal einem Stilmittel bedienen, was andere Mangakas, zum Beispiel Togashi, schon seit langer Zeit machen. Einen Arc unabhängig von den Hauptcharakteren. Nehmen wir zum Beispiel den aktuellen Hunter-Hunter-Arc, wo wir gerade momentan Road to Dark Continent haben sozusagen. Und dieser Dark Continent-Arc ist ja auch ohne die Hauptdarsteller und Kurapika-Arc im Prinzip. Aber gut, anderes Thema. So oder so ist es aber für mich dann auch dadurch klar geworden, irgendwie kann man auch in diese Richtung gehen. One Piece hat das noch nie wirklich gemacht. Ja, es gab mal hier und da Möglichkeiten, dass man so ein paar Leute rausgenommen hat, um den Fokus halt ein bisschen zu verlagern. Hurricane Island zum Beispiel oder die Reste von Dressrosa. Man hat halt gesehen, dass man zum Beispiel Sanji rausbringt, da bringt man danach Zoro raus. Das war nicht unbedingt zweckdienlich meiner Meinung nach, weil man hat einfach nur coole Charaktere rausgenommen und hat halt irgendwie den Fokus verlagert, weil es halt von der Gegnerabstimmung her nicht gestimmt hätte oder aus welchem Grund auch immer. Nur fand ich das halt ein bisschen schade im Nachgang, dass man das nur so gelöst hat. Und Marineford zum Beispiel oder Impel Down sind halt einfach nur Beispiele, wo man halt dann nur Waffi hatte, was interessant war tatsächlich, aber davon brauche ich jetzt auch nicht unbedingt mehr, weil es passt einfach so nicht. Wenn man aber zum Beispiel den Fokus auf einen second Protagonisten verlagert, dann nein, ist das nicht Zorro, sondern möglicherweise Buggy. Buggy ist eigentlich die einzige richtige Möglichkeit. Cross Guild ist ein Riesenpaket. Und das Ganze wird halt, wie gesagt, nicht nur von eben Mihawk und Crocodile getragen, sondern halt von jemand aus dem Hintergrund raus. Und wir müssen uns halt immer fragen, in welcher Weise das halt funktioniert und in welcher Weise man das halt anwenden kann. Bedenkt Folgendes. Crocodile hat vermeintlich direkt darüber Bescheid gewusst, dass die Marine angreift und konnte es halt entsprechend verhindern. Hätten sie alles mit der Nacht- und Nebelaktion simultan gestartet, wäre es vielleicht sogar besser gelungen. Ich meine, eine Sache ist klar, wenn man Mihawk angreift, dann nicht mit ein paar Schiffen und ein paar Soldaten, dann müsst ihr einen Admiral holen. Also ganz ehrlich, was soll das? Das war lächerlich. Aber naja, ein Edward Weevil mit Schildern anzugreifen war auch nicht besser. Boah, Hancock, da hatte man immer einen Seraphim dabei, Corby, das war nicht mal so schlecht. Nur, naja, sie wurde auch unterschätzt. Ganz ehrlich, man hat halt gezeigt, dass man nicht in der Lage ist, die Stärke der sieben Samurai wirklich zu kompensieren, sondern nur so ein bisschen daran zu reichen. Die Seraphim sind immens stark, versteh mich nicht falsch, aber ohne notwendige Befehlskette sind sie auch nicht so effektiv. Und wenn dann zum Beispiel halt einfach der Offizier sozusagen besiegt wird, was dann? Dann agieren die Seraphim noch bis zu einem gewissen Grad, aber man kann sie halt dann schon aufhalten, man kann ihnen schon Einhalt gebieten, weil sie nicht so weit eigenständig sind. Deswegen schwierige Situation. So oder so wusste aber Crocodile Bescheid, konnte sich entsprechend wappnen, konnte die Informationen eben dann an Mihawk weitergeben und Buggy halt durch Zufall retten.
Zufall ist auch immer so ein gutes Wort bei Buggy, weil ganz ehrlich, da sind mir zu viele Umstände. Ist aber eher nochmal Potenzial für ein eigenes Video bei Buggy, dem Glücksgott. Ansonsten natürlich, es war halt sehr interessant, nur muss er irgendwie davon Bescheid gewusst haben. Und es gab halt nicht nur eine Begegnung zwischen Mihawk und Crocodile auf Marineford, sondern auch zwischen Doflamingo, Crocodile, Doflamingo und Mihawk. Diese ganzen Begegnungen sind entstanden und diese Kombination der sieben Samurai macht halt auch durchaus Sinn. Es ist nicht alles geplant, nicht jeder der sieben Samurai wird hier eingeschlossen, aber bedenkt auch Folgendes. Vermeintlich ist Gecko Moria ja einfach so entkommen. Es wurde nie wirklich aufgelöst. Später wurde dann durch Doflamingo irgendwie vermeintlich bestätigt, dass halt die Schattenfrucht dazu in der Lage ist und er halt überrascht war, dass die Schattenfrucht zu sowas in der Lage ist. In dem Moment hatten wir ein Doflamingo mit Pazifista gegen einen geschwächten Gecko Moria. Wir wissen, wie stark Doflamingo ist. Wenn er ihn hätte töten wollen, hätte er ihn getötet. Allein durch den Vogelkäfig. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, ihn einzuschränken. Und ja, bevor ihr jetzt hier Kommentare schreibt, natürlich hat er damals schon den Vogelkäfig gehabt. Wir haben es ja auch schon im Flashback gesehen. Nur weil es halt damals vom Stilistischen her eingeschränkter war und er mehr bestimmte Sachen ausgeführt hat, damals hatte er schon dieselben Möglichkeiten. Das heißt, es gäbe keine Möglichkeit für Gecko Moria zu entkommen, wenn Doflamingo hätte verhindern wollen. Könnte schon sein, dass die Schattenfrucht noch einiges verbirgt, aber wie gesagt, in dem Moment war Gecko Moria geschwächt und ich kann mir schon vorstellen, es war halt mit dem Langzeitplan verbunden und irgendwie mit der Prämisse halt mal eben diese Crossguild zu gründen. Doflamingo wusste eine Sache, eine neue Generation bricht an, die Gerechtigkeit wird obsiegen, egal, die Whitebeard-Piraten gewinnen, egal, die Marine gewinnt, ihr kennt diese legendäre Rede und er hat halt mit allem recht gehabt. Das heißt aber auch, er kann sich nicht einfach nur an Kaido gehalten haben und halt darauf spekuliert haben, dass er dadurch halt überlebt und Kaido halt dann mit Smile-Früchten versorgt und das Ganze wäre halt sein Endspiel sozusagen. Dieser Typ hat wahrscheinlich schon viel mehr geplant und schon viel besser geplant. Ich kann mir schon vorstellen, die Cross-Guild war von Anfang an seine perfekte Idee, sein perfekter Plan und hat halt einfach nur die Möglichkeit halt dann mit sich gebracht, auf die richtige Situation, auf den richtigen Moment zu warten und dieser ist jetzt auch gekommen. Jetzt, wo Edward Beeble nach Impeldown kommt, passt es zusammen. Jetzt kann man das Ganze zusammenführen, jetzt kann man den Typ, der im Hintergrund die Fäden zieht, endlich enthüllen und Impeldown 2.0 wird halt dann auch ohne die Strohpiraten stattfinden. Es wird ein unabhängiger Arc werden, der halt wie gesagt Buggy dann als Protagonisten endlich inszeniert und somit kann man diese ganzen Ereignisse miteinander verknüpfen und schlussendlich einen neuen Arc schaffen, den Fokus mal ein bisschen verlagern und eine schöne, coole, neue Möglichkeit endlich inszenieren. Und das Ganze ist für mich das perfekte Endspiel eines legendären Charakters, der es jetzt geschafft hat, eine sehr mächtige Fraktion zu gewinnen, bestehend aus den ehemaligen Samurai. Und diese sind halt dann auch in der Kombination stark genug, um mit den momentanen Machtverhältnissen mitzuhalten. Man hat es ja auch schon gesehen. Oder hat Buggy als einen der Aushängeschilder der letzten Saga dargestellt. Nur haben wir halt auch noch mit dem guten Doflamingo den König im Schatten. Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hashtag Mingo für die Leute, die bis hierhin zugeschaut haben sollten, was mich sehr freuen würde. Bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag. Macht was draus, meine Freunde.